Die Verteilung von Shiny Zacian und Shiny Zamazenta wird weiter ausgeweitet. Dazu gibt es neue Informationen. Außerdem hat das neue Puzzle-Game Pokémon Cafe Remix endlich ein Release-Date und wartet mit zahlreichem neuen Content auf. Alle Infos dazu und zu weiteren Neuigkeiten aus der Pokémon-Welt bekommt ihr jetzt in diesem Video. Wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, wurde die erstmalige Verteilung von Shiny Zacian und Shiny Zamazenta zumal in Südkorea und anschließend auch in Japan angekündigt. Das Ganze dient als Promo-Kampagne, als Vorbestellerbonus für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. In Südkorea ist es nämlich so gewesen, wenn man sich die Remakes dort in den Nintendo Store bestellt, dann bekommt man einen Download-Code für diese legendären Pokémon. In Japan kann man diese in ausgewählten Stores erhalten. Und nun wurde auch bestätigt, dass diese Verteilung in weiteren Teilen der Welt stattfinden wird. So kann man sich die Codes für diese beiden Shiny Pokémon demnächst auch in GameStop Stores besorgen. Jedoch leider aktuell nur in den USA. Keine Sorge, Europa, deine Zeit wird noch kommen. Die Verteilung wird dort ähnlich ablaufen wie auch in Japan. Vom 22. Oktober bis zum 17. November könnt ihr dort in einem GameStop-Store eure Switch mit Pokémon Schwert oder Pokémon Schild vorzeigen und dann bekommt ihr einen Download-Code, je nach Edition, entweder für Zacian oder für Zamazenta. Wenn ihr Pokémon Schild habt, bekommt ihr den Code für Shiny Zacian. Und bei Pokémon Schwert einen Code für Shiny Zamazenta. Wie gesagt, die Verteilung wurde leider noch nicht für Europa bestätigt, aber ihr merkt, sie wird immer weiter ausgeweitet. Erst Südkorea, dann Japan, jetzt die USA. Ich denke, man kann also zuversichtlich sein, dass diese Verteilung auch irgendwann bei uns hier in Europa und auch im deutschsprachigen Gebiet landen wird. Sobald es soweit ist, lasse ich es euch natürlich sofort wissen. Pokémon Unite hat mal wieder ein neues Update erhalten, was in erster Linie Skins und Holoware hinzugefügt hat. Allem voran, und das finde ich besonders wichtig, gibt es nun einen Feuerwehrmann-Holoware für Turtok. Und so sieht das Ganze aus. Es gibt unter anderem einmal natürlich den Feuerwehr-Skin für Turtok selbst und auch ein Feuerwehr-Set für euren Avatar. Hier sehen wir die Holoware auch nochmal schön in der 3D-Ansicht. Finde ich auf jeden Fall durchaus schick. Ich mag die Turtok-Skins allgemein sehr. Bei Shiggy und Chillok wird man jedoch keine Veränderung sehen. Der Skin geht also nur für Turtok. Und diesen könnt ihr gerade für 1200 Gems im Shop erwerben. Außerdem gibt es nun zahlreiche neue Infos und ein Erscheinungsdatum für Pokémon Cafe Remix. Schon seit Ewigkeiten steht im Raum, dass das Puzzle-Game Pokémon Cafe Mix ein großes Update, ein komplettes Revamp bekommen soll. Und in der letzten Pokémon Presents im August wurde dies auch angekündigt. Mit Pokémon Cafe Remix wird zum einen der Name des Spiels geändert und auch zahlreicher neuer Content hinzugefügt werden. Nun gibt es dazu auch ein Release-Datum. Dieses gigantische Update soll am 28. Oktober herauskommen, sowohl für die Nintendo Switch als auch für Mobile-Geräte. Falls ihr Pokémon Cafe Mix nicht kennt, was durchaus der Fall sein kann, denn das Spiel flog die ganze Zeit ziemlich unterm Radar. Dabei handelt es sich um ein super hübsches Puzzle-Game, was tatsächlich von Genius Sonority entwickelt wird. Und falls euch der Name nicht sagt, das sind die Entwickler, die uns so großartige Spiele wie Pokémon Colosseum und XD geschenkt haben oder aber auch für die Wii Pokémon Battle Revolution. Das Update wird natürlich genau wie das Spiel komplett kostenlos sein, doch was fügt dieses Update denn nun eigentlich hinzu? Nun, Pokémon Cafe Mix war vorher ein relativ eindimensionales Spiel. Nach dem Update soll es jedoch vier verschiedene Spielmodi geben. Zum einen gibt es den Visit Mode. Dabei kocht ihr ein Gericht abhängig der Pokémon-Gäste, die euch im Café besuchen, was im Grunde wie das bereits vorhandene Spielprinzip funktioniert. Hierbei gibt es dann auch drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Dann gibt es noch einen Development Mode. Hierbei könnt ihr dann über Puzzle neue Gerichte für eure Pokémon-Gäste entwickeln. Dann gibt es einen Trainingsmodus. Dort könnt ihr eure Angestellten Pokémon trainieren und hochleveln, quasi Mitarbeiter auf Fortbildung schicken und einen sogenannten Extra-Order-Mode. Dort können alle 1200 bisher verfügbaren Bestellungen nochmal gespielt werden. Für diesen Modus gibt es auch verschiedene Meilensteine, die man erreichen kann, um bestimmte Belohnungen freizuschalten. So kriegt ihr bei 100 erledigten Bestellungen ein Glumanda, bei 600 Bestellungen ein Koch-Pikachu und bei 1200 ein Koch-Lucario. Und auch wenn ich das Gameplay von Cafe Mix auf jeden Fall ganz nice und durchaus spaßig finde, liegt die große Stärke dieses Spiels definitiv in der visuellen Präsentation. Die ganzen neuen Artworks für die Pokémon sind
unglaublich großartig und dementsprechend wird es auch zahlreiche neue Pokémon in dem Spiel geben. Unter anderem wurde nun auch bestätigt, dass Glurak und Mew in das Spiel kommen werden. Mew wurde sogar durch eine Abstimmung in das Spiel eingewählt. Es gab nämlich ein Voting für alle Beta-Tester und diese konnten dann am Ende eine Stimme abgeben für ein Pokémon, das unbedingt in das Spiel reinkommen sollte. Und damit kommt Mew nun in das Game. Wie gesagt, Pokémon Café Remix erscheint kostenlos am 28. Oktober für die Nintendo Switch und für Mobile-Geräte. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und falls ihr noch mehr zu den nächsten großen Pokémon-Titeln erfahren möchtet, klickt gerne einmal auf dieses Video. Dort spreche ich über die neuesten Neuigkeiten zu Pokémon Legends oder auf dieses, wo wir uns ein bisschen mit Shiny-Pokémon in strahlender Diamant und leuchtende Perle beschäftigen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.